Ah, Freunde, ich sage euch was. Jetzt wird schon richtig anstrengend. Wie ihr hinten seht, haben wir wieder IKEA-Zeugs eingekauft und waren im Bauhaus, also in verschiedenen, Geschäften immer unterwegs. Bin jetzt gerade im Drogeriemarkt und gönnt sich Sachen. Ich beantworte hier in der Zwischenzeit ein paar Mails. Hab den Sitz mir jetzt mal kurz zurückgestellt, um mich einfach mal ein bisschen auszuruhen. Seit einigen Tagen rackern wir von den Frühmorgens bis tief in die Nacht rein, um da, alles wieder voranzutreiben. Und macht natürlich unheimlich viel Spaß, eine Riesenveränderung, Freunde. Vielleicht kann ich euch da mal eine Roomtour dann rausbaden und euch einen kleinen privaten Einblick in mein Zuhause, in mein Leben geben. Ja, es ist auf jeden Fall eine Riesenveränderung, aber wir sind jetzt schon mega glücklich. Es geht voran, Freunde, es geht voran. Und auch im Home-Gym geht's voran. Auch dazu gibt's dann bald ein Update, seid da mal gespannt. Und ja, jetzt heißt es ohnehin wieder weitermachen. Ja, los geht's. Und wisst ihr, Freunde, was eigentlich die größte Veränderung ist? Und zwar, in den letzten Tagen habe ich kein Workout durchgezogen. Und das kenne ich so überhaupt nicht. Also ich habe, glaube ich, im letzten Jahrzehnt noch nie ein paar Tage ausgelassen hintereinander. Außer, wenn ich krank war oder wenn ich eben verletzt war. Und das war auch nicht oft. Von dem her ist das eigentlich die größte Veränderung. Aber wir racken ja richtig rein, Freunde. Und von dem her macht das keinen Unterschied, denn ich habe den heftigsten Muskelkater ohnehin und ich glaube, die Muscles, ja, die sind schon noch da, passt schon noch, aber ich mache mir schon Sorgen.